Willkommen zurück, liebe Freunde des späten Abends bei mir. Ich weiß nicht, bei Pox, wahrscheinlich des Nachmittags, wie auch immer. Wir sind wieder zurück hier bei Savage Lands. Es ist sauneblig. Ich glaube, Pox sehe ich nur ab und zu mal, weil die Nebeltextur nicht richtig funktioniert, weil ich gerade mal meinen Kopf bewegt habe. Aber ansonsten ist es sehr neblig. Und da ist er doch, der Pox. Kuckuck. Ich möchte mich nicht beschweren, aber es ist überhaupt nicht neblig. Nee? Nein. Cool, bei mir ist es neblig. Okay. Naja. Gut, beim letzten Mal hatten wir ja schon ein paar Ressourcen gesammelt und heute geht es ein bisschen weiter. Ziel ist es mal für mich eine Bronze-Axt herzustellen und ich höre gerade, wie meine Katzen total durchdrehen. Ja, das Problem kenne ich. Ich meine jetzt gerade richtig abzugehen und mal eben Chaos zu schieben. So. Wolf, wo bist du? Irgendwo im Nebel verschwunden. Ach, du hast gar keinen Nebel. Nein, ich habe keinen Nebel. Ich weiß nicht warum, aber... Also, mal um es zu sagen, ich kümmere mich die Folge mal um ein bisschen was zu essen. Oh ja, das wäre eine gute Idee. Weil wir sind sowieso die ganze Zeit irgendwie am Verhungern. Denk mal... Deine sind wieder aufgefüllt. Oh, cool. Einige. Denke mal, ich mache mal so eine Hasenfalle. Ich habe nämlich heute so ein bisschen geschnitten und dachte mir, okay, den müssten wir mal ausprobieren. Oder hast du die schon mal gezeigt? Nö, habe ich noch nicht gezeigt. Ja, gut. Für unsere Basis, ich würde sagen, ich stelle es einfach mal hier hin. Ich weiß nicht, ob man da den Hase dann reinjagen muss, oder? Ja, besonders den Hasen, ne? Ja. Boah, hier liegt ein nackter Pox. Oh. Aber die Ressourcen sind auch wieder da. Sticks. Kupfer. Beziehungsweise, was wir auch noch sammeln könnten, wir nehmen Kupfer auch noch Eisen. Ne? Gab es ja hier auch irgendwo in der Nähe. Ja, das war direkt auf dem Berg hinten. Mhm. Ja, darum und dadurch, dass alle Ressourcen da sind, kann ich einmal wieder alles abgrasen. Oh toll, ich habe eine kaputte Axt eingesammelt. Dreimal darfst du raten, wer gerade wieder gestorben ist. Der Wolf. Nein, an so einem Baumding. Lass mich raten, er ist explodiert und hat dich vergiftet. Nein. Nein? Ich hab mich einfach getötet. Hast dich einfach treffen lassen? Ja. Ja, zweimal. Pox, jetzt enttäuscht du mich aber langsam. Ich mich auch. Das ist schön. Dass du selber von dir enttäuscht bist. Ja. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, muss man dazu sagen, ja. Selber seine Fehler eingestehen und das ist natürlich echt eine harte Herausforderung. So, Pox, im Hintergrund bei mir läuft der Eurovision Song Contest. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es klingt fast alles nur noch gleich. Ich guck sowas aus Protest nicht. Ah, okay, gut. Ja, ich wollte es einfach nur mal so nebenbei erwähnen, weil, ja. Warum nicht, ne? Man kann es ja mal erwähnen. Also. Wer es unbedingt angucken möchte, kann das meinetwegen schon machen, aber. Ach, na, wieso? Nur weil Bayern jetzt nicht als eigenes Land antreten darf, deswegen boykottierst du es? Achso, okay, gut. Ja. Unter anderem. Kann ich natürlich verstehen, ne? Aber ich meine, Bayern hat ja auch teilweise die Österreicher, ne? Also so ist es ja nicht, ne? Geht das schon wieder los? Jetzt ist er wieder angepisst. Nein, bin ich gar nicht. Nein, ich. Wie gesagt, diese ganzen kommerzialisierten Sachen, Eurovision Song Contest und Deutschland sucht den Superstar und was weiß ich alles, ich hasse es. Deutschland sucht den Superstar und so weiter, kann ich voll und ganz verstehen. Eurovision Song Contest ist ja da schon eine etwas größere Nummer. Ja gut, das ist europaweit, aber... Ja, europaweit und da wird ja eigentlich mehr der Songwriter gekürt und als Vertretung geht ja dann da der entsprechende Act an den Start. Das darf man ja nicht vergessen, ne? Ja. Also es ist ja nochmal ein klitzekleiner Unterschied zu Deutschland sucht den Superstar. So, aber jetzt bin ich gerade am überlegen, sollen wir jetzt noch ein paar Mauern bauen oder fühlen wir uns schon sicher? Also ich fühle mich voll und ganz sicher, weil sterben tue ich sowieso immer außerhalb der Mauern. Stimmt, und wir haben uns eigentlich einen guten Platz ausgesucht, ne? Ja. Wir müssen nur hoffen, dass das nicht noch irgendwie Skelette spawnen oder sowas. Ja, wir haben ja schon lange nicht mehr so eine Stunde oder so das aufgenommen, deswegen ist es uns noch nicht aufgefallen. Ja. Ja, das bleibt auch so. Was? Oh. Das ist immer, weil der immer so lange arbeiten muss und dann abends keine Zeit mehr hat. Genau.
So, gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt? Wie viele Sticks habe ich denn jetzt? Ich dachte, du wolltest Essen holen. Ja, ich baue doch eine Hasenfalle, habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Die ich jetzt nicht mehr... Die du jetzt nicht mehr findest. Okay, gut. So viel dazu. Lass uns am besten nicht drüber sprechen. Ach, da ist er. So, Kupfer. So, und Kupfer. Nachdem ich für die Falle sowieso Sehnen brauche, gibt's Essen gratis dazu oder so, was in der Art. Ach, Zinn brauchen wir wieder. War Zinn nicht auch eine Legierung? Nein, leider nicht. Zinn war doch das, was wir auf der Anfangsinsel bekommen hatten. Ah, oh nein. Mhm. Ja, dann ist das wohl mal wieder meine Aufgabe, rüberzugehen und Zinn zu holen. Ja, aber du hast den besseren Hammer. Super, ich bin begeistert. Auch. Gut, liebe Leute, dann seht ihr jetzt in dieser Folge mal, wie ich rübergehe auf die andere Insel. Vielleicht werden es dann doch ein paar mehr Folgen, weil wir wollen ja auch mal euch was zeigen. Ja, das? Ja. Ach, da hinten ist dieser grüne Typi, der dich angegriffen hat. Ja, du kennst ihn ja, töten. Ach, du, ich habe jetzt gerade nicht so das Bedürfnis danach. Als Gutes auf einer Insel kann ich jedenfalls ein paar Schweinchen jagen. Ja, genau. Die kann ein bisschen Fleisch holen. Relativ leicht zu erlegen, ne? Gucke ich gerade mal, ich habe gerade so viel an Sachen mit, die ich eigentlich gar nicht brauche. Wenn ich sterbe, wäre das scheiße. Ja. Aber, nun gut. Laufen. Ich höre sie gerade schon wieder. Ab und zu mal ein paar Lecks, aber das kommt halt dadurch, dass ich den Server lokal stelle und er natürlich für beides dann berechnen muss, die Sachen. Das ist ja, aber wenn ich mich zu weit von ihm entferne, dann haben wir natürlich ein kleines Problem. Nö, das nicht. Das ist halt nur ganz kurzzeitig ein Leck. Nein. Amt. Ah, hier habe ich Flint wieder. Flint brauchen wir ja jetzt gar nicht. Wow. So, jetzt darf ich wieder durch diese Gollum-Höhle da durch. Meinst du, die sind noch da? Ja. Wieso sollten die auf einmal weg sein? Ob ich oft sterben zu brechen? Nee, ich glaube, den hatten wir bei den letzten Malen, wo wir da so kläglich versagt hatten. Wieder so ein doofes Ding auch. Übrigens, ich habe bei dir mein Mikrofon war das und bei dem Korti extra auf lauter gestellt, ne? Und bei mir selber übersteuere ich. Ist geil. Komisch. Finde ich cool. Stopp. So. Übrigens, bei dem Eurovision Song Contest, ich muss das nochmal ganz kurz erwähnen, ja? Sagt ja eigentlich aus, Eurovision, also Europa. Ja? Ja. So, dass Russland dabei ist, okay, gut, kann man noch verstehen, ja, und einige anderen Länder auch, ja, weil die halt nun mal wirklich an Deutschland grenzen, ja. Jetzt dieses Jahr mit dabei ist Australien. Was? Autsch, hier sind gerade, ja, Australien ist dabei und ich dachte mir so, warum zur Hölle Australien? Das. Oh, hier sind gerade diese ganzen Gollums. Ich muss mich jetzt gerade mal konzentrieren und laufen. Scheiße, sie haben mich gesehen und es leckt gerade. Es leckt gerade. Ich muss durchs Portal und es leckt. Scheiße. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab überlebt. Zur Hölle? Ich hab die Falle jetzt aufgestellt und hab instant Fleisch bekommen. Oh. Also sozusagen eine Art Farm. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die vielleicht nicht einfach ein bisschen zu weit weggestellt habe jetzt oder so, aber... Cool. Vielleicht war es auch einfach ein Bug. Kann natürlich auch sein. So, jetzt muss ich erstmal ganz dringend Essen finden, weil ansonsten verhungere ich. Ich will jetzt gerade noch überlegen, wie ich das am besten mache. Es gibt hier übrigens auf der ersten Insel einen Stein mit einer speziellen Ressource, ne? Dieser glühende Stein, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Ja, da kannst du natürlich eine spezielle Ressource abbauen. Die Frage ist halt nur, wie mache ich das am besten?
Ach, da sind zu viele Skelette. Nee, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich brauche jetzt erstmal was zu essen, muss mich erstmal wieder fit machen. Alles drum und dran. Frage ist viel eher, was kann man mit dieser speziellen Ressource dann anfangen? Ja, ich muss jetzt mal rausfinden, was ist das überhaupt für eine Ressource? Auch das, ja. Tja, Fragen über Fragen. Ich kann hier übrigens genügend Holz noch abbauen, sehe ich gerade. Ja, Holz kannst du immer mitbringen, das ist nie schlecht. Hier auf der Insel ist noch so viel Holz im Vergleich zu der anderen. Auf der anderen Insel ist es ja so, dass, ach, das ist auch wieder Flint. Dass dort zwar Bäume sind, aber das meistens so kleinere, ne? Ja. Das ist auch so eine Sache, die mich ein bisschen stört. Dass die Bäume teilweise verpackt sind? Ja, das auch. Nein, viel eher, dass das, was ist denn heute los? Ich hab noch keinen Alkohol bekommen. Milch. Milch. So, also hier sammle ich jetzt erstmal Kotten ein in Massen. Damit ich wieder ein paar Bandagen machen kann. Oh ja. Auch mal wieder sinnvoll. Nein, dass die Ressourcen über die ganzen Inseln verteilt sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind jetzt dann irgendwann auf Insel Nummer 3. Oh. Ja, aber dann brauchen wir, glaube ich, nicht mehr die andere Legierung. Wetten? Dann müssen wir bestimmt nicht mehr hier diese Sachen da machen. Ich glaube, dann brauchen wir wieder nur das aus der Vorinsel. So meinst du? Ja. Hoffen wir es mal. So. Gut. Gut, hier habe ich soweit alles eingesammelt. So, das Feuer brennt. Jetzt wird mir erstmal wieder warm. Jetzt brauche ich natürlich noch was zu essen. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade hier nichts zu essen habe. Habe ich noch irgendwas im Inventar, was man essen kann? Nee, ne? Warum auch, ne? Wäre ja zu einfach. Weiß nicht, ich hab jetzt genug Essen geholt für mich. Ja, das ist ja auch kein Problem. Dafür kann ich genug Clothes Shreds machen. 11 Clothes Shreds sind 11 Bandagen. Okay. So. So. Jetzt noch, ich brauche noch ein Patching-Kit. Nadel und eine Sehne. Den sollte ich haben. Ja. Während damals die ganzen Bandagen einen fast komplett geheilt haben, ist es ja jetzt so, dass du da wirklich echt Stunden brauchst. Ja, leider. Aber okay, gut. Sie haben sich jedenfalls Mühe gegeben, das ein bisschen authentischer anzupassen. So, jetzt habe ich jetzt mal wieder voll Energie und jetzt kann ich jetzt mal voll auf die Jagd gehen. Beziehungsweise... suche ich gerade hier irgendwie was zu essen, aber ich finde auch nicht wirklich was. Vielleicht sind ja die Bären oder die Äpfel respawned. Das respawnt doch auch immer, ne? Das Zeug im... in dem Wagen. Ist jedenfalls ja. Früher mal respawned. Das auf jeden Fall, ja. Unsere... Nö. Nix respawned hier. Respawned? Nix am Arsch, nix! Nein! Wir werden alle sterben. Ja, wenn ich nichts zu essen bekomme, ja, richtig. Das hast du gut erfasst, Pox. Das hast du gut erfasst. Ein helles Kerlchen, oder? Ja. Das Problem ist, ich kann auch nicht mehr schnell laufen. So. Das Problem ist, wenn ich dann gleich sterbe... Okay, ich könnte einen Pilz essen, ne? Was war da nochmal? Nein, der Pilz, das ist nicht gesund. Außerdem bringt das, glaube ich, keine Gesundheit dazu. Ne, es geht ja um Hunger. Haben wir hier irgendwas mit Pilz zum Kochen? Nö, natürlich nicht. Wäre zu einfach, ne? Ich finde ja auch keine Tiere mehr auf der Insel, ne?
das kann ja nicht sein. Dauert das ein bisschen, bis die spawnen dann auf der Insel wieder? Das kann. Das wäre jetzt das nächste, was mir als einziges logisches erklären könnte. Ja. Was aber sehr scheiße wäre. Stone, komm, nehme ich mit. Stein, ja, die Steine. Die Steine, die respawnen wieder, super. Juhu. Oh, Kohle, das ist schon mal gut. Aber leider immer noch keine Tiere. Oh, wir haben noch Was machen wir denn damit? Was haben wir? Ember haben wir noch. Ja, habe ich auch noch ein bisschen was in der Tasche. Ein Wolf. Also ich mich mal über einen Wolf freue. Ja, irgendwann kommt der Tag. Freut man sich sogar über den Wolf. Und dann hat er jetzt kein Fleisch dabei, wetten? Nee, hat er. Oh, er hat Fleisch dabei. Gott sei Dank. Jetzt schnell zum Feuer und dann heißt es braten und ab in die nächste Folge. Aber in dieser Folge möchte ich gerne noch das Essen kochen. So, wo sind wir denn? Da sind wir ja. Ja, Pox, was machen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt Savage Clans bis ans Ende unserer Zeit spielen oder... Ja, Tro, ich weiß nicht. Also es ist so, dass wir zurzeit noch nicht alles entdeckt haben und dass es zurzeit immer noch Spaß macht. Ja, im Moment schon noch, aber ich denke mal, wenn wir so auf die dritte Insel kommen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sollten wir uns dann so langsam aber sicher auch mal ein neues Projekt einfallen lassen. Da könnten uns jetzt die Zuschauer helfen. So. Komm, wir machen GTA 5 zusammen. Können wir gerne machen. Gibt's da jedenfalls einen Koop? Ja, klar. Also Singleplayer-Koop, so wie bei Half-Life 2? Ja, das ist weniger ein Singleplayer-Koop, aber du kannst halt im Multiplayer in der offenen Welt spielen und trotzdem Koop eine Bank überfallen oder sowas in der Art. Aber es gibt auch andere Spiele. Also was mir halt wichtig wäre halt irgendwas Kooperatives. Ja, das auch Super Mario gegeneinander spielen, aber da wissen wir jetzt schon, wer gewonnen hat. Ich glaube, das wäre mal ein interessantes Match, du und Corti. Das wäre mal spannend. Corti ist besser. Ich glaube, Corti ist besser. Echt? Meinst du? Hallo, der schafft nicht mehr Super Mario Bros. 1 ohne Save States. Ah, eventuell können wir ja da mal was einfädeln, was das angeht, aber das... Da möchte ich Schiedsrichter sein. Jetzt auf die Mauer da springen, das wird doch wohl funktionieren. Ich habe immer nichts wieder zu essen gefunden, das ist viel schlimmer. Weil ein Wolfshappen bringt mich jetzt auch nicht ganz so nach ganz oben. Essensmäßig oder gesundheitsmäßig? Essensmäßig, nicht Gesundheit. Gesundheit, da kann ich ja Bandagen nehmen. Okay. Oh, war auch schon fast am Verhungern, fällt mir gerade auf. Schön an mir vorbeigelaufen, blödes Skelett. Wollte mich angreifen, kleinen Schritt nach links und zack, oh, dran vorbei. Oh. Weißt du, was ich jetzt nochmal machen werde? In die nächste Folge moderieren. Ach so, ja. Dass wir uns verabschieden. Hier wieder weg. Mir fällt gerade nichts Doofes ein, mach mal du bitte. Gut. Ob dem Pox in der nächsten Folge was Doofes einfällt oder ob mir dann doch wieder die Bürde bleibt, das Ganze zu beenden, das erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.